Ja, Freunde, danke fürs Wiedereinschalten zu, ja, hoffentlich einem etwas positiveren Part heute. Wir haben das Halbfinalrückspiel im Pokal gegen Club Brügge und da haben wir ja das Hinspiel sensationell mit 4 zu 0 gewonnen. Also richtig coole Vorstellung unserer Jungs und ja, ich hoffe wirklich, dass uns das jetzt heute eben auch gelingt, dass wir das eintüten, dass wir da jetzt nichts spannend machen, weil im Moment ist die Form ja irgendwie so mühsam. Also wir haben die letzten drei Partien nicht getroffen. Wir haben nur ein Tor kassiert, zumindest gegen Gent. Das war ja sehr bitter. Das war nur der eine Torschuss, den wir zugelassen haben. Das heißt, im Moment sind die Partien, die wir haben, momentan einfach ein bisschen mühsam anzusehen. Aber das Gute ist, ja, wir haben den Finaleinzug schon so gut wie sicher. Den müssen wir heute fixieren. Und dann haben wir noch die Partien gegen Saint-Gilloise, Mechelen und Brügge. Und dann wird die Liga geteilt in die Playoffs. Wir müssen in den Top 6 landen. Jetzt schauen wir mal kurz, wie das hier so ist. Mit den, genau, die ersten sechs ziehen in die Meisterschaftsgruppe ein. Also das ist quasi das obere Playoff. Und jetzt schauen wir kurz auf die Tabellensituation. Da sehen wir, wir haben 6 Punkte Vorsprung auf den sechsten Lüttich. Wir haben 9 Punkte Vorsprung auf Saint-Gilloise. Das heißt, eigentlich können wir es schon gleich mal klar machen. Mit einem Sieg gegen Saint-Gilloise sowieso. Also das werden wir dann natürlich auch versuchen. Gut, Mohamed Sia, ein nächster New-Gen-Stürmer, in dem Fall aus Ägypten, den wir gescoutet haben. Aktuell eine Knöchelverdrehung. Allgemein finde ich aber auch, dass der hier schon ganz gute Ansätze hat. Also man muss echt so ein bisschen skeptisch sein, was die Scouts angeht. Vielleicht müssen wir da auch schauen, dass wir noch ein paar bessere holen. Dama Diakité, 17-Jähriger aus Mali, der ablösefrei wäre. Gute Zielstrebigkeit hat er. Könnte man durchaus als Talent für die zweite Mannschaft holen oder für die U18 halt. Aber ist, glaube ich, nicht notwendig. Oliver Dowin, den haben wir ja auf der Auswahlliste, wird auch wieder gescoutet. Genauso wie Diego Coppola. Und ja, im Moment noch nicht so richtig der NewGen dabei, für den ich da jetzt Geld raushauen möchte. Weil wir haben ja einiges an Budget. Dadurch, dass Mackenzie uns verlassen wird im Sommer, haben wir ja nochmal 11 Millionen dazu bekommen. Wir holen Facundo Gonzalez, unseren Ex-Spieler, für 2,9, glaube ich. Also auch da wieder fettes Transferplus. Ja. Ja, den streichen wir. Der hat nur Note 5. Auch wenn ich da die Ansätze jetzt gar nicht so schlecht finde. Dama Kamel Gapsi, etwas interessanterer Torhüter aus Tunesien. Und Enzo Acosta, Argentinier. Geht so. Also die Talente aus Südamerika, die kommen jetzt erst so langsam rein. Degresson hat sich spürbar verbessert. So, Boulet 75 Minuten und Adelgard ist halbwegs fit. Das ist gut, weil der hat ja was abgekriegt. Halbwegs fit ist gut gesagt. Also da muss Boulet eigentlich durchspielen heute. Auch wenn das, wenn wir es jetzt vielleicht nicht unbedingt riskieren sollten. Vielleicht können wir da Pereira dann einwechseln. Generell ist die Frage, ob wir irgendwo wechseln wollen. Ich würde persönlich sagen, ja. Martins könnte man zum Beispiel die vorgeschobene Spielmacherrolle geben und dafür Kraus hinten. Und ich würde eventuell auch einfach Koulibaly heute oder Visconti stürmen lassen. Visconti könnte man aber für Degresson dann bringen. Und Pereira vielleicht für Cuesta. Der ist sehr unzufrieden. Womit eigentlich? Mit dem Verkauf von Van Grombrugge. Noch immer? Boah, Junge, komm drüber hinweg. Also wirklich. Gut, wir nehmen das Spiel natürlich ernst. Hundertprozentige Konzentration. Wir wollen das Spiel so annehmen, als wäre es heute noch ein 0 zu 0. Natürlich wechsle ich da heute eben auch und lasse ein paar junge Talente spielen. Aber im Endeffekt sollten die auch da genug. Achso, ah, nicht ermutigen. Naja, diese Ansprachen werden eben auf den Gesamtscore gerechnet, das habe ich jetzt vergessen. Aber okay. Also gleich mal zu Beginn zwei gute Chancen für Brügge. Mal schauen, wie es uns mit den Talenten geht, sonst werden wir in Hälfte 2 wieder stärkeres Personal bringen. Tatsächlich haben wir aber auch mit unserer verjüngten Mannschaft, mit den Talenten, richtig viel Ballbesitz und Kontrolle. Aber das muss ja nichts heißen. Paulo verliert ihn hier wieder nach Balleroberung und Pereira hat hier gut geblockt. Jetzt gibt's Ecke für Brügge. Ich werde mal versuchen, sie zu beruhigen. Das funktioniert ja normalerweise immer bei knappen Führungen.
Aber ich möchte es einfach jetzt mal austesten. Skov Olsen, das geht super vorbei an Borlé und Thiago. 17. Minute das 1:0. Läuft! Also Brügge startet furios. Das war auch zu erwarten, müssen sie natürlich auch, aufgrund des Hinspiels. Da stehen wir nicht gut. Rado mit der Parade. Also im Moment kippt die Partie. Kann natürlich sein, dass ich zum einen ein bisschen zu viel riskiert habe, was die Wechsel angeht. Zum anderen spielt Brügge vielleicht auch heute einfach mal wirklich das, was sie eigentlich können. Dass Adelgard links hinten fehlt, tut natürlich auch weh, weil Borlé die Spielpraxis fehlt, der nach seiner Verletzung da heute mal wieder aufläuft. Kudimbana macht das gut, Marcos Paulo. Paulo Kudimbana. 1-1, wichtiger Treffer. Gleich mal wieder einen Nadelstich setzen hier, dass sie nicht zu viel Hoffnung haben. Und dass Kudimbana trifft, ist natürlich auch cool. Kam der nicht von Brügge? Nein. Red Star Wasland haben wir den her. Pereira, Martins. Pereira mit dem riskanten Pass auf Paulo. Aber wir haben ihn schon wieder. Martins auf Paulo. Borlé. Paulo und Moriba. Spiel gedreht. Aus dem Nichts. 2:1. 6:1 im Gesamtscore. Jetzt bin ich schon ein bisschen beruhigter. Dann war es vielleicht doch nicht die falsche Entscheidung hier, so viel zu rotieren. Vor allem haben wir ja noch immer Spieler wie Paulo und Moriba drin, die Stammspieler sind und das hier in dieser Situation eben super machen. Der Bernardo mit dem Freistoß, wieder kein Problem für Radl. Der ist so eine souveräne, ruhige, unaufgeregte Nummer 1. Gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Zwei Schüsse aufs Tor, wir haben aber auch einen ganz guten Expected Goals Wert, also es ist jetzt nicht komplett unverdient, weil die Chancen, die wir rausgespielt haben, halt einfach sehr klar und deutlich waren. So, Mondi verliert den Kopf. Das Kopfballduell, der Pass ist super gespielt, 2:2. Wahnsinn, toller Spielzug. Schwierig zu verteidigen, da mache ich ihnen gar nicht so richtig Vorwürfe hier. Da sehen wir, wie wir hier mal das Kopfballduell verlieren und dann ist der Pass perfekt gespielt. Haben wir jetzt natürlich auf Abseits gespielt, aber der ist genau richtig gekommen, genau richtig gestartet und damit, ja, das 2:2. Bin zufrieden, wie wir den Ballbesitz beherrschen. Moriba ist ein bisschen müde. Da können wir den Massengo gut bringen und dann würde ich sagen, da die Cresson nicht wirklich gut ist, bringen wir da heute Visconti rechts außen wieder mal als Raumdeuter. Der soll diese Position ja auch ein bisschen gewohnt werden. Also ich bringe Van Roy für Carstensen. Ganz ehrlich, vier Dinger kassieren wir jetzt in Hälfte 2 nicht mehr. Bin ich mal so optimistisch. Boah. Katastrophaler Pass. Ja, die haben schon einen unfassbaren Kader eigentlich, weil wir uns vorhin ja so ein Spiel angesehen haben. Da, dann natürlich auch noch so Leute wie Skov Olsen dabei. Thiago, der Stürmer, ist super. Also die haben schon eine Wahnsinnsqualität. Würde ich auch eigentlich rein von den Einzelspielern über uns stellen. Van Roy ein bisschen überhastet, hätte da vielleicht auch einfach zurückköpfen können. Boah. Nicht ungefährlich, aber ich versuche sie mal zu loben. Borlé mit einer 6,5, gelbe Karte auch noch, der wirkt ein bisschen überfordert hier. Visconti auf Kudimbana. Er macht das gut, Visconti auf Massengo. Ach, der war nicht gut.
Jetzt sind wir gleich in der 70. Pereira auch mit einer gelben Karte. Ich bringe jetzt trotzdem mal Cuesta für Burlé und schiebe Pereira links raus, Außenverteidiger auf Verteidigen. Da müssen wir eh nicht aufpassen. Und dann hätten wir theoretisch noch einen Wechsel. Den sparen wir uns dann vielleicht noch auf für die Schlussphase. Theoretisch könnte man Rasmussen noch gut für Paolo bringen. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich gar nicht notwendig, hier nochmal zu wechseln. Dann soll Rasmussen einfach im nächsten Spiel von Beginn an spielen. Cool ist auf jeden Fall, dass Kraus und Martins heute durchgespielt haben, Koulibaly durchgespielt hat und auch noch trifft. Doppelpack von ihm sogar. Sehr schön. 3:2 wieder. 7:2 Gesamtscore. Also offensiv scheint es jetzt wieder zu funktionieren. Wir tun uns anscheinend echt leichter gegen Gegner, die gegen uns versuchen mitzuspielen. Also wenn wir das Spiel machen müssen und der Gegner defensiv ist, da tun wir uns schwer. So, Paolo ist jetzt richtig müde. Bevor er sich verletzt, werde ich hier trotzdem noch Rasmussen bringen. Aber so wie es aussieht, gewinnen wir auch das Rückspiel. Jetzt haben sie noch eine Chance, hier auszugleichen per Ecke. Haas mit eben dieser. Die wird geklärt und es gibt sogar Freistoß für uns. Und damit gewinnen wir wohl auch das Rückspiel. Ziehen absolut verdient ins Finale ein. Richtig coole Geschichte. Da können wir sehr stolz sein auf die Jungs. Und das tut natürlich auch der Moral jetzt gut. Anderlecht wird im Finale unser Gegner sein. Das ist natürlich ein heftiger Brocken, der da auf uns wartet. Pereira jetzt schon. Zweite gelbe Karte. Okay, im Pokal, ja. Paolo mit 3 Assists in diesem Spiel. Wahnsinn. Sehr schön. Das heißt, wir haben das Finale gegen Anderlecht dann am 6. Mai. Das wird dann noch dauern, aber bis dahin haben wir Zeit, wieder in Form zu kommen. Eh nicht schlecht. So, hier wird uns ein 29-jähriger Linksverteidiger empfohlen. Grundsätzlich gut. Aber halt 29. Das passt nicht so unbedingt zu unserer Philosophie. Dann haben wir Aliou. Ein ganz nettes Torwarttalent eigentlich. Auch da sehen wir nur Note 4. Schaut mal auch mal fertig. Und der könnte dann vielleicht auch vielversprechend für uns sein. So, Treve. Visconti, Martins. Ich würde sagen, Visconti soll wieder mal 90 Minuten spielen. Er braucht das dringend. Dann können wir ihn gegen Saint-Gillois dann quasi auf der Tribüne lassen. So. Peric Note 6. Diallo Note 5. Finde ich aber auch wieder ganz gute mentale Werte. Mbata aus Stellenbosch. Nein, auch nicht gut genug. Also das Afrika-Scouting war jetzt mal so ein bisschen erfolglos bei mir. Mike Penders trainiert noch immer nicht gut. Jetzt geht er mir wirklich schon auf die Nerven. De Cresson. Martins und Koulibaly. Der gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Wäre auch super als pressender Stürmer. Gute Einsatzfreude, gute Aggressivität. Also würde auch gut passen zu ihm. Es rumort nach schwarzer Serie. Naja. Also immer schön den Ball flach halten, Leute. Algerischer Innenverteidiger eigentlich auch ganz gut. Dann können wir mal auf die Auswahlliste setzen. Ist zwar auch 27, aber muss man schon sagen, der hätte durchaus was. Wir werden ja eventuell noch einen Innenverteidiger brauchen. Gent spielt nur unentschieden, das ist gut für uns. Das könnte eine kleine Chance für uns bedeuten. Visconti hat durchgespielt bei der U18. Auslosung Meisterschaftsgruppe der U18 sind wir auch dabei. So, da meinen Z. Das ist wieder interessant. Da wird der zum Beispiel vorgeschlagen, hat einen hohen Marktwert und tatsächlich finde ich jetzt den nicht wirklich viel besser als einige, die wir da gesehen haben, die Note 4 nur hatten. Weiß nicht, manchmal sehen die Scouts halt einfach was. Der ist zum Beispiel auch richtig interessant, hat auch nur Note 4.
Bandscheibenvorfall, ja, okay, das ist eine wiederkehrende Verletzung. Körperlich leider richtig schwach, aber der hat schon ganz gute Ansätze. Schau dich auch mal. Saint-Gilloise auswärts. Nächstes schönes Duell in der Liga. Auch wieder ein ganz günstiger Marktwert eigentlich. Aber ich glaube, das sind unsere Talente stärker. Der ist halt der Hammer. Das wäre halt auch wieder einer, der rechts außen spielen würde. Da haben wir schon zwei Talente. Liverpool und Tottenham interessiert. Fragen wir mal vorsichtig nach. Er zweifelt daran. Denke ich mir schon. Also, wenn der die Chance hat, gleich nach England zu gehen, dann wird er sie versuchen zu nutzen. Gut, wie spielen wir heute? Also es wird Cuesta auf jeden Fall wieder in die Mannschaft drücken, Cuesta Mondi. Bourlet wird wieder tauschen mit Adelgaard. Dann wird Tanlongo auf der 6 spielen, Pitino vorgeschoben. Und dann haben wir Sekiri ganz vorne drin. Das war's eigentlich. Jetzt ist noch die Frage, wen wir mitnehmen. Visconti können wir eigentlich zu Hause lassen, weil er sehr müde ist. Da würde ich jetzt vielleicht Boulet gleich mitnehmen, dass wir da verteidigungsmäßig jetzt alles abgedeckt haben. Touré könnte man theoretisch auch noch mitnehmen. Rasmussen wird spielen für Paulo, weil der hat ordentlich geliefert im letzten Spiel, aber natürlich auch durchgespielt. Oder nicht ganz, aber fast durchgespielt. So, Massimo Odo. Trainer bei Saint-Gilloise. Die sind super in Form. Na großartig. Das freut mich für sie. Nasinho. Gutes Tackling von De Cresson. Also wir tun uns schwer, die ersten 20 Minuten haben nur wenig Ballbesitz. Wobei das ja nicht wirklich was aussagt, weil die letzten Partien hatten wir um die 60, 70% Ballbesitz und haben nichts auf die Reihe gekriegt. Von daher sind wir vielleicht mal froh. Denn dann haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Raum, um zu kontern immer wieder mal, so wie jetzt. Super Pass in die Tiefe, Sekiri. Das war knapp. Moritz Nikolas im Tor. Danke, ist gut. Sekiri, wieder Nikolas. Und das ist Abseits, schade. Ich wollte gerade sagen, das ist wieder knapp. Knapp vor der Linie. Zumindest kommen jetzt zwei Einzeltorchancen, das ist gut. So, Carstensen auf De Cresson. De Cresson mit dem Traumpass und Sekiri lässt ihn liegen und es ist wieder Abseits. Also im Moment tun wir uns echt schwer. Adelgaard mit einer 6,3, was ist denn mit dir los? Bin zufrieden, wie wir den Ballbesitz beherrschen. Wir werden wieder versuchen, ein bisschen höher zu pressen und ich werde auch Sekiri jetzt als pressenden Stürmer einstellen. Und Rasmussen, gelbe Karte, das ist. Damit kann man leben. Ich überlege gerade noch, ob ich Boulet für Adelgaard bringe. Ich gebe ihm jetzt vielleicht noch kurz die Chance, sich zu verbessern. Aber wenn er so weitermacht, dann ist er in der 60. draußen. Ah, Sekiri, holt ihn. Was war das denn? Also ganz, ganz schräg. So, Nasinho ist da frei. Adelgaard verliert das Kopfballduell und Rado hält ihn im Nachphasen. Auch ordentlich knapp. Wieder mal Adelgaard mit dabei hier. 6,2. Ich habe die Schnauze voll. Boulet rein und ich bringe gleich für Rasmussen, der heute
schwach war und auch gelb verwarnt ist, Marcos Paolo rein. Der ist so gut in Form. Die restliche Zeit, die wir da gut durchspielen können. Schauen wir mal, dass er vielleicht da Akzente setzen kann. Und auch Pech, der kommt genau wieder zum Gegner. Gerade mit der wichtigen Parade. Holden Larsen mit der Ecke, 61. Minute. Rado geht super raus. Was ist mit unserer Offensive los? Vor allem in der Liga. Wir bringen Kudimbana für Sekiri. Wir bringen... Na, jetzt müssen wir da schon schauen. Masengo. Und eigentlich auch Martins. Den werden wir hier außen als Spielmacher nehmen. Kudimbana gut in Form, zuletzt im Doppelpack im Pokal. Immerhin auch gegen Brügge, also gegen starke Verteidiger. Daher kann er auf dem Niveau auch treffen. Bourlé. Ich bin sauer, ich bin wirklich sauer. Bourlé jetzt mit dem Einwurf. Mondi auf Patino. Patino auf Martins, der legt ab auf Kudimbana. Cuesta. 6 Minuten Nachspielzeit. Patino mit dem Freistoß. Ecke. Mondi, wir brauchen dich jetzt dringend. Bisschen zu unpräzise. Es ist wieder ein Unentschieden, wieder ein 0 zu 0. Wieder überzeugen wir nicht offensiv, also jetzt werden wir dann schon langsam mal die Form bei einigen ansprechen. Ich bin unzufrieden. So, jetzt schauen wir uns mal die Form an bei einigen. Halt offensiv ist das definitiv zu wenig. Ich will halt eigentlich Leute wie Sekiri nicht unbedingt kritisieren, aber andererseits, wenn es so weitergeht und wir offensiv nichts zeigen, müssen wir es mal ansprechen. Sekiri hat noch immer eine Form von 6,94. De Cresson können wir mal ansprechen. Form kritisieren. Stil 5,0. Niedriges Ziel 6,8. Passt, damit ist er zufrieden. So, Charlie Pertino hat zuletzt auch nicht überzeugt. Ich werde mal vorsichtig seine Form kritisieren. Ich werde da jetzt aber keine ausmachen, kein Ziel. Aber der Rest ist echt nicht so schlecht. Also es ist schon irgendwie schräg, muss ich sagen. Jetzt haben wir Zrinski Maus da. Mirisola ist auf Kurs, trifft also für Ajaxo. 10 Tore schon in der zweiten Liga. Wird aber trotzdem bei uns nicht mehr reichen als vielleicht eben ein bisschen was für die Breite. Kirill Schetinin, starker Russe fürs zentrale Mittelfeld. Richtig gut, aber den haben wir schon auf der Auswahlliste. Talent des Monats Februar, Petrola, Tottenham interessiert. Ja, sehr cool. Das freut mich. So, 2. Note 2, da können wir gut leben mit. Wir können nur mal schauen, dass wir hier noch die Spielanalysen reinpacken im Trainingskalender. Das geht sich hier jetzt leider nicht mehr aus, aber hier geht es sich auch noch aus. Dann haben wir hier anscheinend, achso, hier wird es dann schon in die Playoff-Phase gehen. Fürs Teambuilding auf jeden Fall, wenn wir das machen. Tja. Verliehene Spieler. Heinen macht sich wirklich gut. Das Problem ist, die werden ihn nicht haben wollen. Bonsu Ba spielt bei Alkmaar überhaupt keine Rolle.
durchaus glücklich. Und Piklak im Tor der Belgier bei Ajaccio, 16 Einsätze, 20 Gegentore, ist nicht wirklich gut in der Liga, aber er hat zumindest die Einsätze. Visconti verschlechtert sich auch noch. Visconti nicht, sondern Penders. Visconti zeigt Fortschritte. Da haben wir wieder zwei eher schwache Scout-Berichte. Ja, schauen wir uns vielleicht den Gegner an. Zrinski Mostar. Da sehen wir, stärksten Spieler haben wir hier oben. Auch durchaus bosnischer Nationalspieler. Andrija Balic ist es, der bei Udinese war. Tatsächlich. Ja, da sind schon ein paar ganz gute dabei. Sehr erfahrene Mannschaft. Wenig junge Talente oder so. Und 19 haben es einen. 18-jähriger Nugent. Schon 24 Einsätze. Scouten wir mal. Aber alles in allem sind wir natürlich klare Favoriten. Schauen wir mal, wie es dann läuft. Ich freue mich drauf. Conference League in Bosnien gegen Zrinski Mostar. Und in der Liga laufen wir weiter unserer Form hinterher. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.